Ja, ich bin ja Theaterschauspielerin, habe 20 Jahre Theater gespielt und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man eine Rolle ein ganzes Jahr lang spielt. Aber das ganze Thema hat mich gereizt und vor allen Dingen Hans Geisendörfer hat mich gereizt. Also ich wusste, er hatte Zauberberg gemacht, er hatte einen Riesennamen in der Filmwelt und ich dachte, das ist eine so großartige Sache und wenn du schon die Chance hast, dann sag ja. Ich weiß noch, dass ich Freunde zu Rate gezogen hatte und sagte, soll ich das machen? Eine Rolle, ein ganzes Jahr? Ja, das ist doch toll. Also wie gesagt, ich habe ja zugesagt und daraus sind dann eben jetzt schon 32 Jahre geworden. Na, erstmal haben wir eine großartige Dramaturgie. Es ist ja wie ein, also wie dieses amerikanische Format mit dem Cliffhanger am Ende, sodass man immer wieder das schauen möchte, weil man unbedingt wissen will, wie geht's weiter, was passiert der Person, was ist in der Situation los. Und ich will nächsten Sonntag will ich unbedingt wieder sehen, was da passiert. Das ist eine Sache. Dann die Möglichkeit, vier Geschichten auf einmal zu erzählen. Das war neu. Das hatte man nicht in dem Maße. Es gab dann ja eine Situation, wo Hansemann und Taube geschieden wurden. Und man muss dazu sagen, dass die ganze Serie als Familienserie gestartet ist. Und da war eben die Kernfamilie, die Familie Beimer, mit den drei Kindern, mit den Sorgen der Kinder, mit den Schulproblemen, mit den ganz alltäglichen Problemen, mit den hausfraulichen Problemen der Frau oder auch den Arbeitsproblemen des Mannes. Also etwas ganz Normales und Natürliches. So, und nun wurde diese heilige Familie, wurde geschieden. Da ging ein Aufschrei durch ganz Deutschland. Da haben sie also in Bamberg, sind sie auf die Straße gegangen, haben Schilder hochgehalten. Womit hat sie das verdient? Hansemann und Taube sollen wieder zusammenkommen. Also die Nation wollte nicht diese Familiensituation verlustigt sehen. Sie wollten also ihre Familien, ihre heile Familie weiter haben und erleben. Und da drückt ja auch das, was wir gesehen haben. Die vielen anderen Serien drücken das ja auch aus. Also letztlich die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einer Konstante, an der man sich festhalten kann. Das war die Grundsituation, in der Hans Geisendörfer Mutter Beimer Brustkrebs anhängen wollte. Und da habe ich gesagt, Hans, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht eine Frau mit 50 Jahren scheiden, in das Schicksal der Scheidung schicken und dann auch noch mit Brustkrebs bestrafen. Also das geht nun gar nicht. Du musst sie erstmal aufbauen wieder, dass sie was Positives erlebt und dann kann natürlich wieder ein Schicksalsschlag kommen. Weil das ist ja auch die Serie. Wir sind ja nicht blauer Himmel und grüne Wiese, partiell. Hauptsächlich geht es ja um Themen und es geht um Schicksalsschläge. Und die Leute freuen sich ja auch, dass es ihnen dann doch noch ein bisschen besser geht, wie denen, die da im Fernsehen leiden. Ja, alle drei Sachen waren einfach aufregend und spannend für mich, weil ich es dann neben der Theaterspielerei gemacht habe. Ich weiß, mit dem Smoke-Film fing das an. Damals, da war ich in Bochum engagiert und dann eben kam dann Traumschiff, kam erst das Traumschiff und das war natürlich für einen Schauspieler großartig, in der großen weiten Welt herumzufahren. Und dann hatte man auch noch das Glück, dass man eine Außenkabinenszene hatte. Denn wenn man nur eine Innenkabinenszene hatte, die wurde im Studio in Hamburg gedreht, dann hat man das Schiff nie gesehen. Aber wenn man draußen spielen musste, dann konnte man mitfahren und so waren wir in Brasilien und haben den Karneval in Rio erlebt und auf dem Amazonas. Ich weiß, Jürgen von Manger war mein Mann, weil ich Urdeutsch sprach. Und die Frau Volkmann, Elisabeth Volkmann war dabei und der Dudek. Und also es war auch eben eine ältere Garde, die dann. Und im Maracanã-Stadion haben wir Fußball, haben die Herren gespielt, bei einer Hitze, dass sie fast umgefallen wären. Also es war alles so aufregend für mich als Theaterschauspielerin, die ich ja nie rauskam. Und jetzt wirklich mal mit dem Schiff, also aufregend fand ich das einfach. Es war sensationell. Ich glaube, man hat eine Reise nie wieder so erlebt wie damals. Ne? Dem Thema und der Welt angepasst, weil die Lindenstraße geht ja mit dem modernen Leben. Wir nehmen viele Themen auf, die die Menschen jetzt beschäftigen und so wird es in 10 Jahren auch noch so sein. Und ich glaube auch, dass die Serie bleibt, weil dieses Format ist so gut. Dieses
Es ist nie langweilig, selbst wenn mal eine Folge nicht ganz so aufregend ist. Aber dadurch, dass es immer wechselt, dass immer drei Geschichten auf einmal erzählt wird und man von springt, von A nach B, von B nach C, von C nach A, wieder hin und her, kann man diese 30 Minuten wunderbar angucken, ohne dass man aufsteht und ein Bier holt. Oder, naja, wenn man mal muss, muss man halt mal. Aber selbst das kann man eine halbe Stunde aushalten. Also ich glaube, dass der Unterhaltungswert, die Botschaft, etwas zu vermitteln, mit Unterhaltungswert ein gutes Format ist. Und darum glaube ich auch, dass das bleibt. Denn da muss erstmal einer kommen und das nachmachen. Und das ist nicht so einfach.